Hallo Leute und herzlich willkommen heute mal etwas anders zu der Kritik, wie ihr bestimmt denken könnt. So The Dark Knight Rises. Ich muss erstmal aus diesem Kostüm raus. Gotham! Dies ist eure Befreiung! Heute Abend brauche ich sie. Bringen Sie mich zurück ins Spiel. Wo haben Sie geparkt? The Dark Knight Rises. Es dauert etwas, bis man den Bogen wieder raus hat. Batman The Dark Knight Rises ist der Film, auf den so ziemlich jeder in 2012 gewartet hat. Doch hat sich das Warten gelohnt, dann ist es das fulminante Finale, für das es uns die ganze Zeit verkauft wurde. Und ist es letztendlich das würdige Ende für die geniale, authentische Batman-Christopher-Nolan-Trilogie? Diese Meinung haben sich viele gebildet und auch geteilt und die Meinungen sind relativ unterschiedlich ausgefallen. Wie ich es fand, erfahrt ihr gleich nach der Handlung. Also, die Handlung setzt 8 Jahre nach The Dark Knight ein. Batman hat die Schuld von Two-Face auf sich genommen, damit die Stadt wieder etwas glauben kann, durch eine Lüge quasi die gesellschaftliche Struktur wieder aufbauen kann. Und das ist passiert jetzt. Es ist zwar relativ instabil, aber immerhin. Es gab ein Resultat. Aber man weiß, dass ein falscher Tropfen könnte das Ganze wieder zum Einsturz bringen und das, was der Joker wollte, wieder passieren. Also die Stadt würde ins Chaos ausbrechen und eine Revolution verursachen, was dann auch schließlich Bane macht. Der hat gleich am Anfang einen fulminanten Auftritt, indem er ein Flugzeug abstürzen lässt à la 9/11 und viele andere historische Ereignisse, an das es erinnern soll. Also Christopher Nolan, Hut ab schon mal dafür. Na jedenfalls, dann muss Batman aus seinem selbstgewählten Exil wieder raus. Und da ja Bruce Wayne, der sich 8 Jahre lang zurückgezogen hat, Batman schon fast vergessen hat, sozusagen, und ein Krüppel ist quasi, nicht mehr trainiert, kann nicht mehr so gut laufen und keine Muskeln mehr aufgebaut, muss sich dann ganz plötzlich Bane stellen. Und das könnte schief gehen. Sturm zieht auf, Mr. Wayne. Ich bin Gothams Bestrafung. Sie sind nicht mehr Batman. Chris Nolan ist mittlerweile ja einer der größten Regisseure Hollywoods. Für mich vielleicht sogar schon der Beste. Das kann zum einen daran liegen, dass er uns in seinen Filmen mit Parallelen zu Problemen unserer sozialkritischen Gesellschaft konfrontiert, sodass es uns Identifikation und Authentizität ermöglicht, was dem Ganzen dann letztendlich noch mehr Menschlichkeit verleiht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt seines Erfolgs, dass er so indirekt versucht zu kritisieren, etwas, was ihn stört, politisch oder gesellschaftlich gesehen. In The Dark Knight Rises verweist Nolan auf Themen wie Finanzkrise und Umverteilung der Ständeordnung, was sich auch fantastisch in Banes Dialogen hervorhebt. Letzteres erinnert nämlich auch stark an die Geschehnisse der Französischen Revolution, die der Film wirklich sehr stark widerspiegelt, was ich ja gerade im Unterricht auch hatte, zufällig. Vom Sturm auf die Bastille, also wo Bane das quasi so eine Art Sturm auf die Bastille verursacht und das Volk dazu bringt, die Macht zu übernehmen und umzuverteilen, bis hin, wo alles endet in der Schreckensherrschaft Grande Terreur. Und da wird einem schon klar, ein Nolan war hier im Werk, nein, eigentlich zwei, und das Skript ist perfekt gelungen. Technisch gesehen ist der Film ein Traum für jeden Filmliebhaber. Das hätte ich auch nicht anders erwartet, denn optisch ist er einfach nur unglaublich. Die Kamera von Wally Pfister ist meisterhaft und zeigt, was eine gute Kamera für einen Film ausmacht. Die Effekte sind spektakulär und die Action wirkt realistischer denn je, ebenso wie Kostüm und Szenenbild. Der großartige Hans Zimmer, der bei Actionfilmen doch manchmal dazu neigt, sich etwas zu wiederholen, hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet und einen hypnotisierenden Soundtrack erschaffen. Vor allem dieses, ich weiß gar nicht, wie es heißt, weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Soundtrack vorhanden ist, dieses Hi-Hi-Hotter-Hotter-Hotter. Was im Trailer vorkommt, hat im Film noch eine größere Bedeutung. Ist einfach fantastisch, hat sowas Ritualisches und ist einfach richtig, richtig cool und hypnotisierend. Christian Bale als Batman, beziehungsweise Bruce Wayne, denn als ihn sehen wir ihn die meiste Zeit, ist bestimmt am Höhepunkt schon seiner Karriere angekommen und stellt perfekt Waynes Verletzlichkeit dar. Anne Hathaway bietet als Catwoman sowohl für ihre Verhältnisse perfekte schauspielerische Leistung, als auch die coolsten und komischsten Dialoge in dem nicht sehr lustigen Film.
Gary Oldman und Joseph Gordon-Levitt spielen überdurchschnittlich gut. Ebenso wie die charismatische Marion Cotillard, die als Miranda Tate mit mysteriöser Vergangenheit einfach mal wieder komplett toll überzeugt. Doch Tom Hardy kann sich als Bösewicht hier nur mit Augen und Stimme beweisen, beziehungsweise im Deutschen dann wie zu erwarten, nur mit den Augen, denn die Synchro ist mega überakzentuiert, übertrieben deutlich und sprachlich gesehen, die sprachliche Ausdrucksweise ist überhaupt nicht glaubwürdig und insgesamt wirkt es eigentlich ziemlich lächerlich. Und zuletzt noch Michael Caine, der hat trotz seiner kleinen und feinen Rolle mit wenigen Dialogen mitten ins Herz getroffen und manch einen fast zu Tränen gerührt und das muss man erstmal schaffen, von daher Hut ab, Michael. Also das ist wirklich eine große Leistung. Tja, aber ist The Dark Knight Rises jetzt besser als The Dark Knight? Meiner Meinung nach, wie schon gesagt, nicht ganz. Denn The Dark Knight hatte für mich einfach mehr die Parallelen und Elemente der sozialkritischen Gesellschaft und spiegelte mehr wieder, was mich auch daran stört. Diese Korruptheit und dieses, diese Lüge dann am Ende durch Lüge Vertrauen aufzubauen, das fand ich, war wirklich, dieses Thema hat mich richtig gepackt und außerdem vom Bösewicht her auch konnte Bane leider überhaupt nicht an den Joker herankommen, auch mal von der Darstellung ganz abgesehen, wo es auch große Unterschiede gibt, fand ich die Denkweise und Psyche des Jokers eigentlich noch interessanter und noch verrückter und ein kleines bisschen unlogisch finde ich es auch, dass der Joker erstens gar nicht erwähnt wurde, nicht mal ob er tot oder was weiß ich ist, sondern ich fand es auch ein bisschen unlogisch, dass der Joker im Vergleich dass der Bane viel unberechenbarer ist als der Joker und eine größere Bedrohung darstellt. Das fand ich ein kleines bisschen unlogisch. Aber naja, nichtsdestotrotz ist The Dark Knight Rises ein würdiger Abschluss für die Batman-Trilogie mit bombastischem Anfang, ein paar minimalen Längen in der Mitte, bis er dann im letzten Drittel richtig aus sich rauskommt, bis zu dem perfekten und würdigen Ende. Und da würde ich jetzt auch sagen, das war's für heute. Wir sehen uns, Leute, das nächste Mal. Ciao.